keiner mehr gewonnen. Also von daher. Aber ja, nochmal, unser Anspruch ist was ganz anderes. Das belastet auch sicherlich die Jungs, dass man weiß, man hat lange nicht gewonnen. Es zu sehen, dass man die Füße dann schwerer werden und immer schwerer werden. Ich bin oft das gut und heute war es schlecht und da habe ich gesagt, da musst du Moral zeigen. Und das ist eine Kopfarbeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Jungs die Leichtigkeit kriegen. Das kann man aber nicht bekommen, wenn man, wie du sagst, lange nicht gewonnen hat. Und dann ist man natürlich, hinterfragt sich selber immer mehr und da sind eigentlich Situationen, die einfach ganz einfach funktionieren und in dem Fall nicht, weil sie dann immer schwerer werden, ja? Weil man sich zu viel Druck macht, vielleicht aber auch nicht mehr die Unbekümmertheit hat. Wir müssen einfach mal ein paar Sachen jetzt klären, auch intern klären, warum es so ist, wie es ist. Die Jungs haben die letzten drei Spiele davor, glaube ich, sehr gut gespielt, haben nichts mitgenommen. Heute war es ein sehr schlechtes Spiel von Babelsberg, haben gewonnen. Dieser Sieg kann wieder ein bisschen Moral mit sich bringen, aber ich frage mich immer wieder, derjenige, der in der Hinrunde so geil angedribbelt hat und Verantwortung übernommen hat, warum derjenige dann ein Stück weit denn so nervös agiert. Weil eigentlich können wir gar nicht mehr unten reinkommen. Unser Ziel muss es sein, eine Entwicklung weiter aufzunehmen. Und dann ist man doch enttäuscht. Also zumindest ich kann für mich sagen, dass denn unser Anspruch ein ganz anderer ist hier zu Hause. Es muss eine Ausstrahlung haben, es muss viel mehr persönlich, da können wir nicht sagen, Loro fehlt, Saale fehlt, Chetney fehlt, das wäre zu einfach. Wie jetzt gerade, die sind ja nicht mehr jung, die sind ja 23, also es sind ja keine 17, 18 mehr. Wir haben heute wieder zwei A-Jugendspieler reingebracht. Aber gerade die Jungs, die jetzt lange hinter den vermeintlich Erfahrenen sich verstecken konnten, müssen jetzt vorne weglaufen. Ja, wirklich auch diese Verantwortung tragen. Deswegen auf den Punkt gebracht. Ich bin von der Spielart überhaupt nicht angetan. Es hat mir phasenweise schon wehgetan. Andersherum haben wir gewonnen. Darauf kann man aufbauen. Aber die Frage ist, wo geht die Reise hin? Und das beschäftigt mich mehr denn je. Da müssen wir uns alle mal nochmal hinsetzen und sagen, wie können wir es ändern, was können wir dafür tun? Und damit will es einfach nicht belassen. Also ich bin froh über den Sieg, über die Art und Weise nicht. Und deswegen werden wir mal schauen, wie wir das die Köpfe wieder hochkriegen.